So. Pflanzen wir alle hier in diese Erde rein. Wächst der denn doch besser. Hacker haben wir auch bei. Dann können wir bald den Wassergraben zumachen. Wenn wir das da endlich rausgerupft haben. So. Du bist fertig. Dann nehmen wir dich gleich mal mit. Warum nur zwei? Bei den anderen hatte ich vier rausbekommen. Einen hatten wir noch, dann können wir den hier gleich mit reinmachen. So. Hager rüber und pflanzen. Da kommt viel raus, komisch. So, machen wir dich noch. Haben wir oben noch Kompost? Müssen wir mal wieder welchen nachmachen. Nein, ich will nicht wieder runter. Wie viel haben wir denn? 1, 4 und 5. So. Und so. Dann können die schon mal wieder nachkompostieren und die machen wir hier schnell mal zu Kompost und dann können wir noch ein bisschen was einpflanzen. Und dann haben wir es hier bald richtig schön. Na komm, die setzen wir auch gleich noch hier rein. So, und okay, unser Feld wächst, das finde ich sehr schön. Warum nimmt er die Erde nicht? Toll, wieder so kompliziert machen hier. Und hungrig sind wir auch schon wieder. So, das sieht ja hier auch ein bisschen hässlich aus mit den Steinen. Das nehmen wir dann mal gleich weg. Können wir uns ja hier ein bisschen schöner machen. Hier könnten wir auch Erde eigentlich reinmachen. Der blanke Stein muss ja nicht sein. So. Zack, zack, zack. Und hier könnten wir auch noch ein bisschen Erde wegnehmen. Natürlich ist die Schippe jetzt gleich kaputt. Klar, warum nicht? Erde. Wird nicht reichen, ne? Nö. Hätten wir mehr gebraucht. Nehmen wir die hier noch weg. Ja, komm, bauen wir uns erstmal eine Schippe, geht schneller. Dann müssen wir nicht so ewig daran rumbuddeln. Außerdem mit der Hand buddeln macht die Fingernägel kaputt. So, ein Stick haben wir noch, das ist nicht viel. Da sollten wir uns dann vielleicht noch mal ein paar machen. So. Ich denke, eine Schippe reicht erstmal. So viel buddeln wir auch nicht. So, nehmen wir das hier nämlich noch weg. Dann haben wir das hier ein bisschen eben. So. Ja, sieht doch viel besser aus. Und hier können wir die Erde hinmachen. So. Dann könnte man sich hier so einen Zaun rummachen und hat hier so eine schöne Aussicht auf den See.
Und den Wasserfall. Vielleicht hier auch noch gleich so Treppen runter. Treppen. So ein Zaun runter. Würde bestimmt gut aussehen. So. Lassen wir es so. Da geht's runter. Gut. Dann verkleiden wir das hier auch noch gleich, wenn wir schon ein bisschen Erde noch in der Hand haben. Ach, einer fehlt. Einmal Erde bitte. Und so. Noch einmal Erde. Einmal Erde noch. So, und ja, da wäre natürlich auch noch schön, wenn es so ein bisschen verkleidet wäre. Komm, nehmen wir hier noch die zwei Stücken. So. So, dann kommt man da auch hoch. Ach, da ist noch mal Erde. Die können wir dann mal hier hinsetzen, einfach. So, ist hier was nachgewachsen? Ja, jetzt wächst es hier richtig gut. Zieht es hier richtig los. Wo ist es denn? Da, 6 Stück. Hätte mehr sein können. Aber dann werden wir uns mal wieder Brot machen. Wir sind schon wieder hungrig. Das geht hier ratzifatzi. Dass wir hungrig sind. So, 2 Brote ist ja noch nicht gerade dolle. Ach, hier ist unser Gold fertig. Das können wir dann hier mal reinstopfen. Das brauchen wir jetzt so nicht. 17 mal Gold. Das kann da noch drinnen bleiben, aber wir können schon mal hier wieder abernten, um den Kompost weiter zu vergrößern. Das fliegt hier alles runter, wa? Ja, komm, komm. Ah, Kurve nicht gekriegt, toll. So, nochmal Weizen. 2, natürlich. Dabei habe ich das mit Liebe gezüchtet und dann kommen da nur 2 Weizenstücke raus. Könnte ruhig mehr sein. Wo ich doch so viel Liebe da reinstecke. So. Na, du kannst hier auch gleich irgendwo rein, wa? Hier bestimmt. So. Brauchte ich da gar nicht erst hinzupacken. Braucht man eh nicht. Wir werden nicht mal ganz satt. Das ist doch blöd. So, wo haben wir denn jetzt den Bruchstein? Hier. Weil hier so die Stütze. Ups. Das sollte nicht passieren. Könnte man nämlich aus diesem Bruchstein machen. Und vielleicht hier unten rum. Habe ich mir so gedacht. Sieht dann vielleicht gar nicht schlecht aus. So, kommen wir da oben ran, bestimmt nicht. So, jetzt, aber ja. Ja, das sieht schon ganz schön aus. Bruchstein ist schon was Schönes. Wahrscheinlich haben wir aber nicht genug bei, um so einmal rumzugehen. Na ja, doch, könnte reichen. Es könnte reichen. Du da hinten in der Ecke. So, dann müsste man die von unten natürlich auch machen. Das könnten wir dann wahrscheinlich demnächst machen. Aber erstmal wollte ich hier oben dieses schwarze Holz drauflegen, weil das finde ich ganz schön. Könnten wir aber auch als Slabs machen, weil dann sparen wir ein bisschen Holz. Ressourcen sparen. Immer wichtig. Ne, eine Druckplatte will ich nicht. Ich möchte Slabs.
Und ein dunkler Boden ist doch immer was Schönes, finde ich. Außer, dass der ganze Staub dann man da drauf sieht. Aber das Problem hat man ja hier in Minecraft, Gott sei Dank nicht. Ach Mann, warum packe ich denn immer zwei auf? So. Runter und hier auch. Warum nimmt der die Fackel jetzt weg? Ach, jetzt kann ich da keine mehr rauflegen, ja? Voll doof. Na, komme ich da runter, so kann ich auf Karten da Blöcken Fackeln draufsetzen, aber sofern ich deine Holztextur drauf mache, geht es nicht mehr. Na klar. So, und wenn man das jetzt von unten noch mit Bruchstein verkleidet, müsste doch eigentlich ganz gut aussehen. Ja. Sieht man das? Man würde es sehen. Aber jetzt nicht wirklich dramatisch, oder? Müssten wir vielleicht noch ein bisschen Bruchstein holen. Haben wir noch Spitzhacken? Werden die noch? Ja, das sieht einheitlicher aus, ne? Ja. Wir holen noch ein bisschen Bruchstein. Wir haben ja da unten so schön unseren Generator. Können wir den auch nutzen? Und den ganzen Weg wieder runter. Ich hätte doch ein Stack mitnehmen sollen. Na gut. Vorsicht. So, kann ich jetzt mich hier runterstürzen, ohne zu sterben? Ich probiere es. Es geht. So, nee, wir müssen noch eins hoch. Eins, hör bitte. So, nochmal Luft holen. Nein, nein. Ach, Mann. Ich hasse Wasserfälle. Läuft gut. Es liegt da bestimmt an den Schuhen, die ich anhabe. Dass ich hier so rumglitsche. So. Na, hier will ich mich hinstellen. Und natürlich bitte in meine Tasche fallen und nicht immer in die Lava da rein, bitte. Nicht in die Lava. So, 21, 22. Ich denke mal, wir nehmen gleich ein bisschen mehr mit diesmal. Hat ja nicht so gereicht, wie ich es wollte. Brauchen mehr Steine. Und dann haben wir ein paar. Dann brauchen wir nicht gleich wieder hier runterrennen, weil wir keine Steine mehr haben. Hey! Ah, praktisch, dass ich sowas direkt im Keller habe. Ich muss mal gucken, wenn ich die brenne, ob ich daraus Stein bekomme. Das wäre doch mal interessant. Ach, komm, in die Tasche hier. Weil den normalen Stein findet man ja hier in Life in the Woods wirklich sehr selten. Oh, 52. Denke mal, diesmal machen wir ein Stack voll einfach. Ja, und noch ein. Hammer.
So, ach, da liegt noch einer, den nehmen wir dann natürlich auch noch mit. Haben wir einen mehr, ist auch nicht schlecht. Ups. Nein, nein. Nein. Okay, dann gehe ich halt hier lang. Bitte. So. Kann auch den langen Weg nehmen, ist gar kein Problem. Muss nicht immer den kurzen Weg nehmen. Und hier wäre schön, wenn man eine Treppe drin hat und nicht permanent hopsen müsste. Ach, wäre das schön. Werden wir wohl irgendwann nachholen. Das nervt hier nämlich. Und ich denke mal, da unten werden wir uns nämlich noch weiter durch die Gegend buddeln, weil wir sind da ja schon auf einer gewissen Tiefe, die nicht schlecht ist. So, wir kommen natürlich wieder raus, wenn es dunkel wird, ne? Ist irgendwie so typisch. So. So, dann sieht es von außen wenigstens aus, als wäre hier ein Steinboden und von innen haben wir einen schönen Holzboden. Finde ich schön so. Von außen sieht es ein bisschen groß aus jetzt, so ein bisschen wuchtig, aber egal. Nur was passiert dann, wenn ich den brenne? Kurz mal testen. Kriege ich wahrscheinlich den ganz normalen Stein raus, ne? Ja. Der im Grunde auch richtig gut aussieht. Und jetzt habe ich wieder Bruchstein, ne? Ja. Na komm, brennen wir dich mal komplett. Daraus können wir bestimmt was machen. Hier den grünen Schiefer weg, dafür den Stein hin. Ich finde den schön. Dann machen wir hier draus wieder Kompost. So, alles einsammeln. Da liegt noch was. Da gehen gerade alle verlustig, die den Berg runterrodeln. So haben wir alle, hoffe ich. Kompost. So, wie du weit bist, du bist durch und du bist auch durch, wa? Haben wir schon wieder 18 Stück. So. Kann man zwar verteilen, aber im Grunde haben wir ja Zeit. So viel brauchen wir ja nicht. Da müssen wir das jetzt nicht immer verteilen. So, guck mal, hier haben wir jetzt richtig Weizen. 10 Stück. Denke, unsere Nahrungsprobleme sind auf jeden Fall weg. So, wie sind denn jetzt die Schuhe? Kann ich damit über Wasser laufen? Nee, ich kann schneller durch Wasser laufen. Cool. Mit den Schuhen kommt man wesentlich schneller durchs Wasser. Das ist gut. Das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum man aus diesen Wasserfällen glitscht. Was bist denn du? Indigo, okay. So, daraus machen wir jetzt Brot und aus den nächsten machen wir dann wieder neue Körner, damit wir das Feld größer kriegen. Aber erstmal so sehen, hups, das war genug zu essen bekommen. 4 Stück. So, haben wir noch 6, dann kriegen wir auch noch mal 2 raus. War ja, haben wir 6. Ach, da oben haben wir 7, haben wir ja noch einen gehabt. Hier haben wir ja noch den Bambus, den können wir jetzt da auch zu Kompost machen. Den hatte ich ja einfach so mal mitgenommen gehabt. War eingelagert noch gehabt. So. So sieht man was von Zickenmama. Nee. Die scheint hier nicht mehr in der Nähe zu sein. Oder hinter den Bergen irgendwo.
Auf jeden Fall sieht man noch nirgendwo Licht. Oder sie ist da unten eingezogen bei den Dorfbewohnern. Sagt jetzt auch die ganze Zeit. Hör, hör, hör. So, die Erde finde ich passt hier überhaupt nicht hin. Die nehmen wir auch mal weg. Das ist schön, dass du weit, weit weg von mir bist. Da fühle ich mich fast ein bisschen wohler hier. Obwohl ich es immer noch zu nah finde. Ein Mohnblütchen. Das könnten wir hier mal hinpflanzen. So, was haben wir denn jetzt alles? Eigentlich haben wir jetzt gar nichts mehr. Wir könnten aber schon mal den Boden nach oben im dunklen Holz machen. Wo sind denn die ganzen Slabs? Da sind ja noch welche. Jetzt schon gedacht, die sind alle weg. Nein. Ach, das sind die immer Doppelbelege hier. Schlimm soweit. So, dann haben wir auch die Decke fertig. Obwohl mir die jetzt zugleich ist mit dem Boden. Vielleicht mache ich hier von unten wieder eine andere Farbe ran. Vielleicht Birkenholz. Das sieht ein bisschen heller aus und würde zum dunklen Boden ganz gut passen, denke ich mal. Mal so meine Vermutung. Gucken wir uns das mal an. Aber ich denke mal, zu dunkel soll es ja auch nicht sein. Ich komme hier nicht hoch. Ja, das wirkt doch besser. Warum legt der sich denn so hin? Ach so, da ist die Kiste, deswegen bin ich nicht weitergekommen. Okay. Bin ich hängen geblieben, war meine Schuld. Boah. Keine Ahnung, wer daran jetzt schuld ist. Ich möchte sagen, zicken wir mal, weil sie doch immer noch zu dicht ist. Die hat einen schlechten Einfluss hier auf meine Blöcke. Ihr Karma hängt hier zu dicht an mein Haus. Nein. Jetzt geht mir auch noch die Axt kaputt und zwei Bretter fehlen. Haben wir hier noch Birkenholz? Haben wir. Da hätten wir auch noch. Na komm. Ist jetzt egal. Machen wir die vollen Dinger ran. Fertig. So, Holz wollte ich aber hier unten haben. Holz und schwarzes Holz kann auch hier dann wieder rein. Und hier haben wir auch noch schwarzes Holz. Machen wir die Baumstämme da rein. Sieht das alles übersichtlicher aus. So. Ja, finde ich okay so. Finde ich ganz okay so. Und die Seiten, da könnten wir jetzt im Grunde das Eichenholz nehmen noch. Dann haben wir schön buntes Haus.
pass mal auf, dass mein Karma nicht gleich an den Server-Einstellungen rumwerkelt. Ja. Davor habe ich ja Angst, du. Genau davor habe ich Angst. So, wo machen wir denn Fenster hin? Hier wäre im Grunde ein schönes Fenster, wa? Machen wir mal hier ein Fenster rein. So ein Dreierfenster, finde ich gut. Den kann man schön auf den Lavastrom sehen, ja, das ist gut. Nein, du bist dort das falsche Holz, Mann. Dann könnte man das Holz aber hier wieder rumlegen, damit man da so einen vernünftigen Fensterrahmen drin hat, der sich so ein bisschen vom Mauerwerk abgrenzt. Das finde ich nämlich so schön an diesen Carpenter-Blöcken. Und dann kann man die Carpenter-Blöcke einsetzen. Zack, zack, zack. Und wenn man dann Glas reinmacht, dann sieht das gut aus. So, den Rest machen wir von drinnen. Hier kommen wir ja eh wieder nicht ran. So, lohnt sich das hier raus ein Fenster zu machen? Naja, vielleicht eins, war so. Oder? Naja, so ist auch gut. Machen wir ein Doppelfenster rein. Da oben vielleicht eher so ein dunkles Holz lang. Probieren wir gleich mal aus. So, wir haben ja hier Schwarzeiche. Kann ich die jetzt so hinsetzen, dass man die Rinde sieht? Und gleichmäßig wäre auch schön. Ich glaube, ich muss hier das Holz, den Stein wegnehmen. Spitzhacke. Sonst komme ich da nirgendwo ran. So. Warum setzt er sich denn anders hin? Mobbing-Spiel. Echt. Komme ich da oben ran? Ja. So, wie bist du jetzt? Du bist schon wieder falsch. Warum? Dich mag keiner so. Und alles bleibt oben liegen. Natürlich. Warum setzt er die denn richtig und die nicht? Gehen wir mal hoch. Gucken wir mal, ob wir das von oben vielleicht besser geregelt bekommen. Genauso. Und unsere Hacke war natürlich kaputt. Toll. Ah, ich will das nicht so rum haben. Muss ich mich weiter wegstellen? So? Ja. Ich muss mich nur weiter wegstellen. So.
Denn sind da wenigstens auch nochmal Akzente.